die Wahrheit gesagt hat. Weil dass er mehr weiß einfach, als er uns zugibt. So, meine Freunde, das müssen wir leider noch mal kurz machen, die Anfangssituation. Ich war gleich gerade ein bisschen mongohaft. Deswegen war die letzte Folge ein bisschen kürzer. Ich habe auf die Windows-Taste gedrückt und hat mich auf den Startbildschirm zurückgesetzt. Und wenn ich dahin gehe, muss ich das Programm beenden, weil dann ich eine Maus drin habe, die ich nur so nicht haben will. Deswegen muss ich das jetzt leider noch einmal machen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja nicht viel verpasst, war ja noch ziemlich am Anfang. Deswegen gehen wir jetzt auch hier rum, schieben die ganzen Leichen um die Ecke auf die Toilette. Was sind das? Wo kommen die jetzt her? Also die waren auf dem Klo gehockt. Diese Scheißteile. Sind auch hier welche? Bis jetzt nicht. Stase. Plasma. Medikit. Medikit pfeife ich mir gleich mal. Ich pfeife mir das Kleine erstmal rein, das reicht. Ich brauche nicht voll geheilt sein. Muss ja noch irgendwo mich wieder heilen können, wenn ich mich heilen kann. So. So, da ist nichts. So. Jetzt geht's wieder irgendwo hin. Weiß nicht, gibt es nur eine Ebene? Dann wäre es gut, weil wenn es mehrere Ebenen sind, dann sind es auch mehrere Missionen. Und das wäre ungünstig. Da habe ich A, keine Lust drauf und B, auch keine Lust drauf. Ja. Nein, das machen wir jetzt nochmal so richtig. Jetzt muss ich nur mit der Zeit achten, weil ich ja mitten in der Folge gecuttet habe. Aber, ja gut, das zeigt mir eigentlich relativ gut an. Tomaten! Banane! Ah, Banane. Was war das? Was? Energie? Ich hab's wieder nicht gelesen. Achso, die Dinger werden bewässert, deswegen hat es sich so komisch angehört. Oh, da ist einer. Ah, das ist doch Hammond. Junge, mach keinen Scheiß. Wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Kuh ist zu Deck. Ich glaube, Sie sind es, die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond, ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Eben. Isaac? Sie sind im Pflaumen. Ich kenne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. So. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Dankeschön. Bitte warten. Ich will da durch. So, jetzt. Machst du jetzt die Tür auf? Lufteinheit. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Am Leviathan. Aber, ja gut, bis jetzt ist ja nicht noch nichts Gefährliches passiert, also die drei Facehacker da, wo mich hier ein bisschen angekratzt haben. Würde ich sagen, aber... Na, drücken wir mal drauf. Nein, kann ich jetzt nicht. Aber... Jetzt muss ich... in der Miste. Also, wenn die sagen, darüber und darüber, dann gehe ich erstmal in den Shop. Da gibt es noch was zum Looten. Loot. Munition. Kann ich mir was Neues kaufen, wenn ich schon da bin? Ist ja ein neues Level. Energie, Laserkanone, Plasma-Ripper, Plasma-Energie... Medikick-Stase-Knoten. Inventar. Was habe ich denn? Plasma-Klasse, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch, Medipack. Das brauche ich alles. Gut, dann brauche ich jetzt nichts. Und wir gehen erstmal natürlich gegen den Bewegtsinn in die andere Richtung. Ich sollte wohl vorher
froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas. Blablabla. Nicht klappt das auch, dass er nicht ganz hier. Oh oh. Die Wahrheit gesagt hat. Weil er mehr weiß einfach, als er uns zugibt. Stirb. Endlich. So. So. Das Ding ist immer noch aktiv, jetzt nicht mehr. Das Gute an den Dingern ist, die gehen relativ schnell kaputt. Aber das, was ich gerade hinter mir gehört habe, das hört sich auch nicht gesund an. Der wohl vom Boden liegt. Machen wir erstmal den Kopf weg. Ich habe kein Ding dabei gerade, keine Energieknoten, sonst könnte ich das Ding benutzen, die weg. Oh Gott. Geh weg. Oh Mann, die sind die aus Pappe? Also entweder bin ich richtig gut geworden oder die sind einfach richtig schlecht. Eins von beiden. Ich denke eher zweites, dass sie einfach nur schlecht sind. Die Tür ist verschlossen. Brauchte ich kein Medikit. Also Energieknötchen. Habe ich noch eins? Ich glaube nicht. Doch, hab noch eins gehabt. Na gut, hätte ich auch die Werkbank benutzen können. Egal. Gibt's jede Menge Stuff zum Looten. Geld. Irgendwas läuft da. Ah, gibt's auch noch mal ein bisschen Geld. So. Ich weiß zwar nicht, was ich hier soll. Aber ich mach mal hier alles platt. Sicherheitshalber. Inventar. Oh, sieht ja noch richtig gut aus. Nö. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer ausregistriert. Ich will mir das mal angucken, das Ding auf jeden Fall. Dass ich mir das Ding mal angucken will. Ich sollte ich mich. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Das ist ganz ungünstig. Ich hätte mich doch lieber an die Dinge machen halten sollen. An die. Oh Gott. Und das jetzt mit der Waffe. Oh. Ja, da bin ich jetzt echt schief gewickelt, wenn ich meine, ich komme jetzt gegen den fetten Knubbel mit meiner Scheißwaffe hier an. Achso, der verschanzt sich jetzt erstmal ein bisschen. Ja, was soll ich da machen, also draufhalten? Bleibt mir nichts anderes übrig. Doch, ich kann meine Stars einsetzen. Nein! Oh Gott, bin ich bescheuert. Ich komme einfach mit der Tastenkombination nicht zurecht. Ach Gott. Jetzt töte mich. Bam. Gut, machen wir es in der nächsten Folge einfach andersherum. Wir laufen einfach in die andere Richtung, wie wir das. Also das Ding ist cool. Das verrückt einen ordentlich. Gut, dass das Spiel erst ab 18 ist, ne? Aber geil animiert. Das gefällt mir, wenn das so animiert ist. Hat ein bisschen was von Horror. Ja, ein bisschen was von Horrorspiel hat. Gut, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Ich habe keinen Bock, gegen das Teil anzutreten. Ich muss ja erst die Dinger ausschalten, weil ich vermute mal, dann geht das auch leichter zu besiegen. Leichter zu besiegen nicht, aber... So. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Totengebeine da von den Leuten. Nütelös, ich sollte mich echt mal an die Story halten. Dann kommen wir das auch schneller durchziehen. So. Story geht hier eigentlich los. Oh. Ich sollte mich nicht von dem Zeug treffen lassen. Dass es bestimmt Aua macht. So.